Moin Leute, es ist wieder Zeit für das nächste Wunschlos. Ja, mal schauen. Der letzte Wunsch hat jetzt, glaube ich, 2 Wochen an meinem Kühlschrank verbracht. Aber ja, mal schauen. So, da habe ich einen. Und es ist This Buffy. Tolles Rezept. Danke. Du hast dir da ja was Kreatives einfallen lassen. Ich hätte auch einen Zutatenvorschlag. Salat, Quinoa, Senf, Räuchertofu. Oh, schon wieder Räuchertofu. Wäre interessant, was du damit machst. Salat, Quinoa, Senf, Räuchertofu. Ja. Klingt interessant. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Dann für euch wieder bis gleich. Für mich bis irgendwann. Tschö. Hi Leute und willkommen zurück. Ja, ich habe mir diesmal gedacht, dass ich ein komplettes Gericht machen werde. Denn normalerweise mache ich ja eigentlich immer eher so Rezeptelemente. Also entweder eine Beilage oder eine Soße, wofür ihr dann erst was anderes suchen müsst, was ihr dazu essen möchtet. Und diesmal, wie gesagt, soll es ein komplettes Gericht sein. Also Sättigungsbeilage, Soße, Hauptelement und Gemüse. Und dafür ist der Wunsch von This Buffy genau richtig geeignet. Und das waren Rucola, Quinoa, Senf und Räuchertofu und daraus mache ich würzige Tofu-Steaks mit einer Rucola-Senf-Soße zu Pilzquinoa. Okay, los geht's. So, mit dem Quinoa fange ich gleich mal an, weil das wahrscheinlich am längsten dauert. Dafür braucht ihr erstmal eine kleine Zwiebel, die ihr in kleine Würfel hacken könnt. Ihr könnt aber auch gröbere Stückchen schneiden. Außerdem braucht ihr einen Champignon, den könnt ihr ebenfalls in kleine Stückchen schneiden. Könnt sie ungefähr so groß machen wie auch die Zwiebelwürfel. Dann braucht ihr einen Topf, in den könnt ihr gleich mal einen Esslöffel Olivenöl geben oder anderes Öl. Und sobald es heiß wird, könnt ihr auch die Zwiebeln und die Pilze dazu geben. Und erstmal ein ganz bisschen anschwitzen. Dann könnt ihr schon mal einen halben Teelöffel Salz dazu geben, nachdem ihr die Zwiebeln und die Pilze ein bisschen angeschwitzt habt. Und dann kann noch der Quinoa dazu, das sind jetzt 100 Gramm und kurz darauf auch gleich 300 Milliliter Wasser. Und das könnt ihr jetzt erstmal ganz kurz aufkochen lassen. So, nach 1 bis 2 Minuten sollte das dann auch kochen. Dann könnt ihr das auf ganz kleine Hitze schalten, abdecken und dann erstmal ziehen lassen. So, dann geht's an den Räuchertofu. Den könnt ihr jetzt einfach in Steaks schneiden. So circa einen halben bis einen Zentimeter dick. Das gleiche könnt ihr übrigens auch mit normalem Tofu machen. Dann braucht ihr eine flache Backform oder eine Auflaufform oder ganz einfach auch ein Backblech mit Backpapier. Bei einer Backform am besten den Boden ein bisschen mit Öl bestreichen. Das könnt ihr einfach mit dem Finger machen. Und da jetzt die Tofu-Stückchen ganz einfach nebeneinander reinlegen. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Hefeflocken und die verteile ich jetzt gleichmäßig über dem Tofu. Ich denke mal, je nach Tofugröße werdet ihr da so 1 bis 3 Teelöffel Hefeflocken benötigen. Dann habe ich hier etwas Sojasauce. Und da könnt ihr jetzt ein kleines bisschen auf jeden Tofu raufträufeln. Das ist jetzt auch einfach eine Geschmacksfrage, wie würzig ihr das im Endeffekt haben wollt. Oder auch welchen Tofu ihr nutzt. Also wenn ihr jetzt normalen Tofu benutzt, dann könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr nehmen. Und hier ist noch der Rest vom Öl, den wir eben drunter gestrichen haben. Das waren jetzt insgesamt ungefähr 2 Esslöffel. Von dem Öl gibt ihr jetzt genau wie bei der Sojasauce auf jedes Stückchen ein kleines bisschen. So, und das kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad, bis es euch braun genug ist. Und ich denke mal so, ja, 10 bis 15 Minuten sollten da eigentlich ausreichen. So, als Gemüse nehme ich mir jetzt der Einfachheit halber einfach ein paar Möhren, denn das soll auch wirklich mal ein Mittagsgericht sein.
was zwar vielfältig ist, aber wirklich einfach zuzubereiten ist. Und ihr könnt an Gemüse im Grunde alles nehmen, was ihr möchtet. Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli, rote Beete. Also alles, was ihr im Grunde gerne mögt. Und die Möhren gebe ich jetzt ganz einfach in leicht gesalzenes und vor allem wenig Wasser. Da dünstet die ganz vorsichtig drin und am besten mache ich auch noch einen Deckel drauf. So, dann geht es jetzt an die Soße. Das wird eine kalte Soße. Dafür braucht ihr erstmal Rucola, ungefähr 2 Hände. Das sind im Endeffekt ca. 30 Gramm. Dann 2 Teelöffel Senf. 4 Esslöffel Sonnenblumenkerne, das sind ca. 50 Gramm. 1/2 Teelöffel Salz. Und 2 getrocknete Aprikosen, um so ein kleines bisschen Süße in die Soße zu bringen. Natürlich auch noch ein bisschen Flüssigkeit, also 200 Milliliter Wasser. Und das könnt ihr zu einer schönen, feinen Soße pürieren. So, und dann habt ihr eine wunderbar grüne Rucola-Senfsoße. So, die Steaks waren jetzt schon ca. 12 Minuten drin. Ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen. So, das Gemüse habe ich jetzt schon mal ausgemacht. Das kann jetzt ein bisschen ziehen. Und der Quinoa ist jetzt auch inzwischen fertig, nach ca. 20 Minuten. Da sollte auch das Wasser so ziemlich ganz verschwunden sein. Den könnt ihr auch schon mal ausmachen. Die Möhren könnt ihr dann auch schon mal rausnehmen. Das Wasser müsst ihr übrigens nicht wegkippen. Das könnt ihr entweder noch zum Suppe kochen verwenden oder auch ganz einfach trinken. Da sind nämlich auch von den Möhren einige Nährstoffe reingegangen, die ihr nicht unbedingt wegschmeißen müsst. Ja, und damit habt ihr ein komplettes klassisches Gericht, so wie viele von euch das wahrscheinlich auch noch von früher kennen. Und das ging jetzt auch relativ schnell. Ich habe jetzt, glaube ich, ja, ein bisschen über eine halbe Stunde gebraucht. Und ja, mit Kamera, das dauert ja immer noch ein bisschen länger. Deswegen, also ich finde, es ist trotzdem relativ einfach zu machen, obwohl es aus vielen Elementen besteht. Ja, dann mal kosten. Die Soße schmeckt richtig schön würzig nach Rucola. Und wenn euch der Senfgeschmack darin ein bisschen zu stark ist, der macht ein bisschen weniger rein. Also für mich ist es jetzt genau richtig. Dietlin zum Beispiel war der Senfgeschmack da drin ein bisschen zu viel. Und die Steaks finde ich mit dieser Würzung obendrauf wirklich immer sehr lecker. Also meistens mache ich das auch mit Naturtofu, aber mit Räuchertofu geht das genauso gut. Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Sojasauce drauf gibt, weil das sonst auch irgendwann einfach zu salzig wird. Der Quinoa ist an sich ja, schön mild, finde ich. Ist ja auch nur, glaube ich, 1/2 Teelöffel Salz drin, aber mit der Soße zusammen. Mmh, immer lecker. Ich habe mir letztes Mal auf der Schelle auch einfach nur mal den Quinoa und einfach die Soße dazu gemacht. Und ich finde, das schmeckt einfach bombastisch. Also mir gefällt es jedenfalls super. Ja, also ich finde, das ist ein richtig leckeres, vollwertiges Essen. Besonders, weil sich das gegenseitig so ein bisschen ausgleicht. Also der Tofu ist sehr würzig, der Quinoa wiederum recht mild. Und die Soße rundet das Ganze noch so ein bisschen ab. Ja, probiert es auf jeden Fall mal zu Hause aus. Und vielen Dank an This Buffy für diesen tollen Zutatenwunsch. Und wenn ihr noch andere Wünsche habt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann landen die auch gleich in der Losbox. Ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.
Hallo und willkommen zu Kopf vegan. Mein Kopf ist nass, komisch. Warte mal. Eine Schniefnase. Eine Schniefnase, oh sorry, das ist der Spucke. Genau. So, jetzt ziehen wir ein neues Los aus der Losbox. Darf ich assistieren?